Guten Morgen allerseits. Ist einige Zeit her, dass ihr das letzte Mal von mir gehört habt, aber es war einfach viel Arbeit und deswegen verzögert sich alles ein bisschen. Wir sind heute hier in Tübingen. Wie ihr seht, hat sich einiges verändert. Ja, neue Eröffnungsfeier neulich, haben das komplette Studio umgebaut, aber es hat sich wirklich gelohnt. Wir haben jetzt hier ein Mords-Mega-Studio und ich bin richtig stolz, hier Studioleiter zu sein. Es ist 8 Uhr morgens, ich bin seit 5 Uhr heute wach, habe mein Cardio erledigt, habe mein Essen gekocht, hatte Frühstück, bin jetzt seit einer Stunde hier. Aber was wir uns heute für euch ausgedacht haben, ist, wir führen euch mal woanders hin. Deswegen folgt mir einfach mal und wir haben eine Überraschung für euch. Seid ein bisschen auf der Fahrt und ich erzähle euch, was sich bei mir so getan hat. Es sind noch ziemlich genau 11 Wochen jetzt bis zur WBFF in London und mein Training habe ich auf mehr Volumentraining umgestellt. Das heißt, ich mache jetzt so zwischen 3 und 5 Übungen pro Muskelgruppe, Sätze im Bereich von 4 bis sagen wir 8, kommt drauf an, welche Muskelpartie. Cardio habe ich eigentlich gleich gelassen, mache ich immer noch morgens direkt nach dem Aufstehen. Davor ein bisschen BCAA, Glutamin, Fettburnerpulver. Das ganze Zeug trinken, 30 Minuten warten. In die 30 Minuten nutze ich, um mein Essen für den Tag zu kochen. Danach geht es auf den Heimtrainer. Da verbringe ich dann morgens zwischen 45 und 60 Minuten. Danach geht es unter die Dusche und leckeres Frühstück. Keine Kohlenhydrate zum Frühstück. Meistens esse ich Richtung Carpaccio oder Roast Beef mit ein bisschen Parmesan, Olivenöl und Tomaten oder so. Und Krafttraining meistens eher abends, später Abend, kommt darauf an, wie lange ich am Arbeiten bin. Nach dem Krafttraining ist die einzige Uhrzeit, wo ich Kohlenhydrate esse. Da bin ich aktuell bei so ca. 100 Gramm Kohlenhydrate. Ziemlich straight danach ins Bett, da ich versuchen sollte, mehr zu schlafen. Schlaf ist bei mir ein ganz großes Problem. Aber ich gucke, dass es mindestens 5 Stunden jede Nacht sind. Im Optimalfall mal 7, aber mehr geht einfach nicht. Den Luxus habe ich nicht. Wir sind heute hier im Your Personal Strength Institute, wo wir bei Daniel eine Fettmessung durchführen. Danach werden wir unseren Trainingsplan durchgehen und ihr seid heute live dabei. Wie ihr jetzt mitgekriegt habt, sind wir beim Wolfgang gelandet. Ich habe so oft vom Wolfgang gehört, dass ich mich dann auch entschieden habe, seinen Rat beiseite zu ziehen. Und wir sind jetzt das zweite Mal hier. Angefangen haben wir vor 3 Wochen. Das Resultat werden wir gleich messbar machen, aber ich fühle mich super. Und ich habe einfach schon so oft und so lange vom Wolfgang gehört, deswegen bin ich da voller guter Dinge, dass die Kooperation Früchte tragen wird. Und der Wolfgang begleitet mich jetzt auf den nächsten Wochen bis hin zu den Wettkämpfen und hoffentlich danach auch weiter hinaus. Was wir heute mit Daniel machen, ist eine Hautspaltenmessung nach der Bioprint oder Biosignature Methode, die von Charles Poliquin entwickelt wurde. Die Basis der Messung ist sehr simpel. Wir messen auf 0,1 mm genau die Hautfaltendicke. Beispiel hier sind wir bei 4,3 mm. Die Hautfaltendicke ist für mich deshalb interessant, dadurch, dass fast alles an Körperfett unter der Haut ist.
Je dicker diese Hautfalte, desto mehr Körperfett an der Stelle. Wir messen 13 verschiedene Hautfalten. Das heißt, wir können zum einen Körperfett in Prozent errechnen. Zum anderen, was für mich viel interessanter ist, ist Körperfettverteilung. Das ist nicht willkürlich, sondern es ist primär der Hormonhaushalt, der bestimmt, wo du Körperfett speicherst. Indem ich 13 Falten messe und die ins Verhältnis zueinander setze, habe ich so einen sehr, sehr guten Überblick über, wie es in deinem Hormonhaushalt aussieht. Wie gut du morgens in die Gänge kommst, wie tief du schläfst, wie schnell deine Schilddrüse ist, wie hoch deine Testosteron ist und damit Drive, Motivation, Regeneration, Zinkstatus, Magnesiumstatus und so weiter. Das heißt, wir können einzelne Defizite aufdecken. Was für mich jedoch am wichtigsten ist, ist herauszufinden, wo ist aktuell gerade das höchste Defizit. Denn dadurch, dass alles ineinander integriert ist, indem wir herausfinden, wo das größte Defizit ist und das angehen, haben wir deutlich schnellere Ergebnisse. Ah, ist deutlich besser geworden. Ja. Also das Training funktioniert soweit? Alles gut, mal kurz. Ernährung passt jetzt so. Ich denke, warum soll man was ändern, wenn es funktioniert? Ja. Also ich, mein Schlaf ist und bleibt, wie er ist. Den kriege ich auch nicht so in den Griff. Okay. Essen passt soweit, Gewicht passt auch. Wir haben 11 Wochen. Stehen mit Fat Grips, ja. 6 Sätze, 7, 7, 5, 5, 3, 3. Ja. Im Wechsel mit Kurzhandel-Spot kürzt einarmig neutral. Ja. Und dann B1, B2, also jeweils 90 Sekunden zwischen den Sätzen. Und dann das Rudern, sitzen mit Seil zum Hals, 4 Finger nach oben, ja. 3 Sekunden Pause hinten. Im Wechsel mit Reverse SZ-Squat kürzt Schulterbreit, 4 Sätze, 6 bis 8. Ja. Das ist cool. Die nächste Phase. So, sind wir durch. Das war der Termin bei Wolfgang Imselt. Für mich ist es einfach total aufregend, mit Wolfgang zu arbeiten. Und alleine jetzt, es ist 3 Wochen her, der erste Termin. Ich bin 4 Kilo schwerer, über 3% weniger Muskeln. Das heißt, ca. 6 Kilo Muskelmasse. Und das wirklich nur über Tricks in der Ernährung und Supplemente. Komplett hat das Training in den Haufen geworfen. Wolfgang verinnerlicht ein ganz anderes Trainingssystem, wie ich bisher gewohnt war. Und das Resultat ist einfach jetzt, jetzt habe ich wirklich handfeste Beweise, dass die Arbeit mit Wolfgang der richtige Weg ist. Ich bin total begeistert. Ihr habt es gesehen, ich hoffe, ihr spürt den Spirit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin noch ein bisschen geflasht.
Wie ihr seht, ich nehme wieder meine Ausstattung von Wolfgang mit. Wenn ihr Bock habt, die könnt ihr auch im Bodytrainer-Shop abholen, die Sachen. Wir wollen die auch für euch dann vor Ort haben. Und ja, ich bin einfach mega motiviert, was die Vorbereitung angeht. Und das war an sich der Tag, was ich euch heute zeigen wollte. Ich mache mich jetzt wieder auf nach Thüringen ins Cleverfit und gehe meinem täglichen Arbeitsalltag nach. Wenn ihr Bock habt, ich würde mich echt freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert und weiterhin meine Reise zur WEFF in London und Houston folgt. Leute, bleibt dran und ihr wisst ja, verfolgt euer Ziel. Wir sehen uns, macht's gut.